Und weg ist er. Du transportiert mir ein bisschen zu wenig. Ich glaube, wir fügen noch ein... Ah, nee, 10.000 ist mir doch ein bisschen zu viel. Aber wir machen noch einen Krankenwagen hinzu. Für 10.000 und 200 pro Stunde. Gesundheitsversorgung für den Nachbarn verfügbar. Nein, das klappt doch voll. Die kommen aus der Garage, okay. Glücksspiel, nein. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte irgendwas machen, aber ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Guter Rahmen jetzt nochmal gut. Bah. Ich habe gerade gar keinen Bock aufzunehmen, aber letztes Mal. Ja, heute in. Warte, jetzt so. 3 Stunden. Kommt drauf an, wann ich sehe. Also wenn ich es um 17 Uhr direkt sehe, dann in 3 Stunden kommt ein kleines Let's Test von Resident Evil Revelations. Das war echt ganz geil. Das ist ganz geil, das Spiel. Und ja. Hat mir Spaß gemacht, das Let's Test. Und ich glaube, das dürfte euch auch Spaß machen, das anzuschauen. Gut, hat jemand was, will sich mal beschweren? Wohngebiete. Ihr gebt, wie viele Keime rumstehen. Der Müllberg hat mir nicht gefallen. Hat, okay. Das ist beides ein Müllproblem, das kommt ja aber noch. Dann Unterricht, mehr Geld und Verletzte, arbeiten wir dran. Gewerbegebiete, wir haben zu wenig Kunden, arbeiten wir noch dran und das geht auch. Super. Minus 71 pro Stunde. Hm. Gefällt mir nicht. Aber wir zahlen die ja so langsam ab. Fünf von 10. Da haben wir auch gleich wieder 5. Ich glaube, das ist voll, oder? Nein, ist nicht. Nicht? Cool. Wir haben 3 Krankenwagen. Ach genau, da ist ja standardmäßig einer. So, was hast du? Unser Bürgermeister scheint ziemlich gut drauf zu sein. Ich meine, für einen Bürgermeister. Was soll das denn heißen? Polizei. Da kommt eine größere Fabrik hin oder war die einfach nur bankrott? Minus 151 pro Stunde fällt mir nicht. Die Stadt stinkt und zwar richtig. Beseitigen Sie den Müll, bin ich dabei. Stellen. Nein, das ist dumm. Da brauchen wir dann so ein Müllentsorgungsding. Machen wir mal 169 pro Stunde. Wir machen jetzt wieder 500 pro Stunde. Interessant. Wenn ich Steuerung drücke und dann in eine Richtung. Oder in eine Richtung und dann Steuerung, dann bleibt es so. Dann geht der unendlich in diese Richtung, bis ich die Taste nochmal drücke. Bringt bei diesen großen Karten nicht viel, aber es ist interessant zu wissen. Also war das vielleicht doch kein Bug. Ja. Da ist eine Feuerwehr. Warum bleibt die stehen? Haus wirkt zu klein neben dem Feuerwehrwagen. Der Bau der ersten Apartmenthäuser der Stadt ist angelaufen. Bald ist Platz für noch mehr Sims. Das sollte nur eine Kleinstadt sein. Gut, dann haben wir wieder Money bekommen. Dann können wir hier das ausbauen. Und diese Gänsemarsch-Dinge gibt es immer noch. Wird sogar zu dritt. Genau. Wie sieht's aus? Polizei, Verbrechen im Gange. Okay. Wo? Ach, kann ich jetzt nicht gucken.
Bildung, Klassenzimmer voll, ja, ich weiß. 811 Sims sollen wir unterbringen. Umbringen, genau. 811 Sims sollen wir umbringen. Ja. Willkommen, Gerstenkant. Also, Müllentsorgung klappt. Brauchen wir nur noch diese... Die Dichte ist höher hier, das ist gut. Wo können wir denn eigentlich das Ding hier hinbauen? Da, super. Verkauft. Die Dichte wird immer höher hier. Sieht schon besser als die der ersten aus. Schmutzfabrik. Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Ja, das ist blöd. Kann ich aber gerade nichts machen. Und da gab es einen Unfall. Bringt Patienten ins Krankenhaus. Die haben genug. Da dürfte gerade wieder ein Transporter unterwegs sein. Ist die Frage, wo er es hinbringt. Zum Depot. Dann kommt da hinten gleich wieder ein LKW. Na, wo kommt er? Kommt er? Ach, nicht. Doch, jetzt war er da. Gut. Jetzt können wir hier unsere Müllverbrennung hinsetzen. Dann dürfte auch das Problem mit dem Mülllagern zu Ende sein. So, hier ist auch nicht mehr so viele Schulden. Da-da-da. Wir wollen Abnehmer, die wir liefern können. Da habt ihr doch das Ding. Okay, Industriegebiete, ja. Also hier. Geschäft läuft gut. Und das, und da. Brauchen mehr Geld, zu viele Verletzte. Müllberg hat mir nicht gefallen. Böse wegen der vielen Keime. Schlimm, dass die Kinder gar nicht zur Schule gekommen sind. Ja, daran arbeiten wir. Gut. Wovor demonstriert ihr denn? Gar nicht. Sah nur so aus. Wo ist denn unser erstes Apartmenthaus eigentlich? Da. Pension Sandsäule. Es gibt tolle Läden zum Shoppen. Eins. Oh, na okay, das gilt eigentlich. Kann man das als Etagen mitzählen? Keine Ahnung. So. Gut, dann diese Stadt gedeiht. Stadt ist schön eigentlich. Ist keine hässliche Stadt. Wir können doch eigentlich Bäume pflanzen und so. Hier war das, oder? Ja. Waldpflanzen. Die Gesundheit ihrer Wald hat gerade seinen kleinen Wald an, wo sich die Zwerge verstecken können. Ich glaube, die bauen auch Dings ab. Wohngebiet. Machen die eigentlich glücklich? Yay. Können wir hier etwas Wald pflanzen? Einen kleinen künstlichen Park sozusagen. Und hier glaube ich noch machen wir das. Super. Gibt es noch irgendwas? Hier könnten wir das rein theoretisch noch hinmachen. Und hier. Das ist eigentlich das einzige, was man in diesem City mit Terraforming machen kann. Weil Pflanzen so teuer ist. Man muss noch ein bisschen hin. Und hier am besten auch noch. So, jetzt ist die Stadt schon etwas grüner.
Abwasser, verstopfte Rohre. Wir haben doch noch gut. Gesamte Bodenverschmutzung, gering. Das klappt da alles. Erzeugte Luftverschmutzung, gering. Der letzte Schrei, Reihenhäuser. Mit wachsenden Einwohnerzahlen tendieren die Sims immer mehr zu Reihenhäusern als klassische Alternative zum Apartment. Wo haben wir Reihenhäuser? Ich glaube, wir müssen die mal ausbauen hier. Gesagt, getan. Straße mit mittlerer Dichte. So, jetzt haben wir da schon ein bisschen mehr Platz. Dann kommt die noch. Gut. Wie viel kostet das? 10.000. Ah, zu viel. Wäre schön, wenn wir bald die Kredite abgezahlt haben. Oh, hier. Ach, das ist dies. Das sind die Häuser. Ja, die sind gut. Vor allem teuer. Was ist mit dem Shopping-Angebot in dieser Stadt? Mit Unterricht. Wir möchten wieder zur Schule gehen. Ihr geht wie viel Keime rumbeschwören. Und was mich unglücklich macht, was mit dem Schock. Okay. Jetzt, wo wir Wasser haben, kann ich mich endlich duschen. Können wir denn gleich noch das Zimmer hinbauen? Bürgermeisterhaus. Petition zum Bau genehmigt. So, Klassenzimmer der oberen. Klassenzimmer obere Etage. Hä? Können wir irgendwo hinbauen? Hä? Ah, das ist obere Etage. Ja, klar. So, da haben wir jetzt schon ein bisschen mehr Platz. Um genau zu sein, 200 Sims können jetzt noch mehr hin. Bringen die verschieden viel? Das Kapitel 200, 200, nö, ist gleich. Verbrechen im Gange. Ein pro Tag begangenes Verbrechen. Ich glaube, da müsste... nicht gut. Parks. Wohlstand. Legen Sie Parks, um den Grundstückpreis zu erhöhen. Und wohlhabendere Einwohner einzulocken. Diese Bevölkerungsschicht kann qualifiziertere Jobs annehmen und höhere Steuern zahlen. Grundstückspreis ist schon ziemlich hoch. Oh ja, hier könnten wir irgendwo noch so einen kleinen Park hinmachen. Mehrstufige städtische Großfläche. Grünfläche. So, dann haben wir diese beiden weg. Jetzt kriegen wir da noch sowas Schickes hin. Schnell zu den neuen Megastores. Es warten tolle Angebote auf Sportsocken, Großpackungen, Wasserflaschen und 36er Packen Toilettenpapier. Wow, das sind echt geile Angebote. Run auf Anzüge nach Eröffnung neuer Geschäftsgebäude. Jetzt boomt die Stadt. Verstopfte Endrohre, es klappt doch noch. Wir brauchen aber gleich neues. Können wir gleich bauen. So. Dann nehmt es mal in Betrieb. So, gut. Hier wird der Verkehr langsam ziemlich krass. Kann man von da eigentlich... Schade. Wäre zu schön gewesen. Na, ich will jetzt mal keine Kurven ziehen. Ausnahmsweise. Ich will gucken, wie das aussehen würde. Aufgestellt. Ah, ja, stimmt, klar. Das dürfte aber gehen, oder? Zu spitzer Winkel. Mit einem Bogen dann. Also so eine Bogen nicht. Also eine Kurve.
Okay, ihr habt auch was zu meckern. Zu wenig Simoleons, aber es würde gehen. Aber wäre total unlogisch. Dumm, da wirklich sowas hinzubauen. Okay, hier ist echt gut. Oh! Die neuen Gebäude der Stadt sind wirklich toll. Ich weiß. Gefängniszellen voll. So. Jetzt haben wir mehr Platz. Gut. Dann würde ich sagen, war es das schon mal. Es war jetzt eine ganz kurze Aufnahme. Nur 30 Minuten. Bis jetzt 2,5 Minuten drüber. Ich nehme morgen eh wieder auf. Und dann würde ich dann mich schon mal bedanken bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei SimCity. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.